Bei ihm geht es ja immer nur nach oben. Und jetzt ist interessant, ich kenne einen, der wo einen kennt, der sie kennt. Und der, der wo sie kennt und den kennt, der wo ich kennt, der hat gesagt, dass sie gesagt haben, der Seehofer hätte ihnen auch das Finanzministerium angeboten und sie hätten aber gesagt, da gäbe es jetzt nichts zu gewinnen gerade. Ist das wahr? Also ich weiß jetzt nicht, was es zu gewinnen gibt im Finanzministerium, naja, ist aber ich hätte, also wenn ich es mir hätte raussuchen dürfen, das kam ja nicht so, weil das Altern ja ähnlich so wie diese Gottesgaben, da wird man dann irgendwann angerufen und wird einem erzählt, du wirst das oder nicht. Ja. Und dann hätte ich mir das schon rausgesucht, was ich jetzt bekomme. Das hat mir schon sehr gut gefallen, ja. Außer Ministerpräsident, das hätten Sie wahrscheinlich... Naja, es gab ja mal so eine kurze Phase, so irgendwie so 10 Sekunden, wo sich jeder bewerben konnte. Und in der Fraktion, und da habe ich damals gesagt, da haben sich ja 3, 4 Leute beworben gehabt, und da habe ich gesagt, nee, das ist jetzt also zu früh, da bin ich zu jung dafür, das ist nicht passend. Also ich habe damals schon gesagt, nee, das ist nichts für mich. Aber Sie haben es im Auge, oder? Ich habe nichts im Auge, also ich, nö. Also ich mache das schon ganz gern, was ich jetzt machen kann. Jetzt, Sie haben ja immer alles gern gemacht, und jetzt machen Sie das auch gern. Und das ist Sie wissen ja, wie das ist, ja. Ich weiß, wie das ist. Sie wissen ja, wie das ist, ja. Ich weiß, wie es ist. Ja, ich weiß, wie es ist. Herr Söder, wenn man überlegt, jetzt sind Sie in einem wichtigen Ministerium, der Chef, und überlegt, wie es begonnen hat bei Ihnen, als einfacher bayerischer Fernsehredakteur, ja, und so viele, wie Sie damals Redakteur waren, die haben es nie geschafft, aus dem Elend rauszukommen. Und Sie haben es geschafft, und erinnern Sie sich noch gerne an die Zeit als Fernsehredakteur? Also ich war eigentlich gern beim Bayerischen Rundfunk, also, weil da konnte man auch viel erzählen und es hat keine Konsequenzen gehabt. Ah ja, so wie jetzt oder wie? Naja, jetzt hat es schon Konsequenzen. Ja. Man geht in so Sendungen, wird dann hinterfragt. Man hat es auch damals gemerkt, dass Sie es gern gemacht haben, denn wir haben im Archiv eine Kostbarkeit herausgegraben, ja, eine sehr schöne Moderation. Wenn wir das mal bitte sehen könnten. Unser Thema bei Naran heute: wird im deutschen Fernsehen zu viel gequatscht? Bei uns dreht sich alles um Talkshows, Talkmaster und ihre Gäste. Mittlerweile schießen sie ja wie Pilze aus dem Boden, gemeint sind die Talkshows. Interessant dabei ist, dass jedes Publikum, jede sogenannte Zielgruppe, ihre eigene Talkshow bekommt. Wissen Sie eigentlich, welche Talkshow für Sie, für Ihren Typ gemacht ist? Ja, und? Schicke Sakko, ja? Ja, doch, Sie haben sich immer weiter verbessert, ne? Und das Wort Zielgruppe sprechen Sie inzwischen auch schon flüssiger aus. Ne? Es war noch ein wenig fränkisch geprägt, ne? Zielgruppe. Zielgruppen könnte man sagen, fränkisch. Ja. Aber Sie wissen ja, der Frank ist ja sowieso, das können Sie auch sehen, der Sprachbegabteste von allen. Er ist in der Lage, absolute Verkürzungen vorzunehmen. Ja. Und also so eine Art Steno-Deutsch zu sprechen. Ja? Genau. Also wir haben mit E so, ne? Wir Franken, das können wir sehr gut sprechen. Und wir können ja auch, wir sind auch wirklich die spontanste Zielgruppe. Wir verbergen das dann zwar immer, aber wir könnten, wenn wir wollten, sehr, sehr spontan sein. Ja, wenn es drauf ankommt und wir Zeit haben, sind wir spontan. Das stimmt. Jetzt hat ja der Herr Seehofer. Der Herr Seehofer hat bei der Überreichung der Ernennungsurkunde zu Ihnen gesagt, das sind die letzten fröhlichen und freien Minuten, die Sie haben. Hat er gewusst, dass Sie bald hier sind, oder was? Wie war das gemeint? Ich glaube, so schlimm hat er es nicht eingeschätzt, aber das heißt ja jetzt viel Arbeit. Ich meine, das ist schon eine große Herausforderung, weil da gehört der Gesundheitsbereich dazu, da gehört der ganze Umweltbereich dazu. Es ist sehr viel. Es ist das größte Einzelministerium in Bayern mit über 800 Leuten. Das ist schon eine große Aufgabe und auch eine spannende Aufgabe natürlich. Es ist ja sehr überraschend alles gekommen. Ist es nicht ein wenig ungerecht, dass jetzt Beckstein praktisch die Schelle kassiert hat, die sich Stoiber verdient hatte? Also natürlich hat einem Nürnberger das Herz schon geblutet, das muss man sagen. Denn wir Nürnberger hätten uns schon natürlich gut vorstellen können, dass der Günther Beckstein weitermacht. Und die Mehrzahl der Bayern hat ja auch gesagt, dass sie sich eigentlich vorstellen können. Sie haben ja vorhin von dieser kleineren Partei SPD gesprochen. Also in dem Vergleich der ministerischen Kandidaten hat der fröhliche Kandidat der SPD ja überhaupt keinen Stich gemacht. Und deswegen haben viele gesagt, da könnte ja eigentlich Beckstein bleiben. Aber es ist halt dann anders gekommen. Ja, aber es ist doch ungerecht. Sie waren im Konflikt, oder? Weil Sie sind einerseits Stoiberianer, ne? Und andererseits Franke. Und da mussten Sie erst einmal schauen, wer siegt, um dann zu entscheiden. Ja, nein, aber das eine hatte mit dem anderen nicht so viel zu tun, weil das eine ist eine Zeit, Stoiber war ein großer Ministerpräsident. Ja. Da habe ich ja viel von ihm gelernt. Aber viel Alleingänge. In der Frage
Ja, die Zweidrittelmehrheit, das war ein wenig arg für ihn. Ne? Ja gut, die Zweidrittelmehrheit hat er ja damals auch geschafft, das muss man mal sehen. Dann hat er ja alles im Alleingang, bis hin zu seinem Transrapid-Gedächtnis-Bimmelbaum. das ist ja nicht so gut angekommen bei den Leuten. Ne? Ja, also ein paar wären schon gern damit gefahren, glaube ich. Aber es hat halt dann am Schluss kein Geld gegeben, weil der Herr Tiefenseher das Geld lieber ausgeben müsste für den Bonizahlungen für die Bahn. Also da ist das Geld dann ja draufgegangen letztlich, deswegen haben wir kein Geld mehr gehabt. Ja, aber heutzutage ist auch wurscht, wo man es vernichtet, oder? Ja, manchmal vielleicht schon. Ja, ne? Ja, und dann hat mich das jetzt dann überrascht, dass Sie jetzt, der Seehofer, ich lese dauernd, jahrelang lese ich der Seehofer und Sie, Sie werden Intimfeinde. Ach, da wird ja viel geschrieben. Da wird immer geschrieben, der versteht sich mit dem und der kann den. Ja. Das steht alles nur in der Zeitung. Ich meine, es war in der Tat so, dass im letzten Jahr gab es eine andere Konstellation. Da haben sich andere Situationen ergeben. Und in der jetzigen Phase der CSU, das muss man ja sehen, das Wahlergebnis war ja schon für uns ein Desaster. Und das Wahlergebnis hat ja, diese Bohle passt ja so ein bisschen. Ich nehme auch deswegen gemacht mit der schwarzen Bohle, mit den zwar nicht gelben, aber so orangenen Teilen. Das hat ja schon ein bisschen FDP andeuten. Aber das ist nicht wegen Ihnen, das ist wegen Obama. Ne? Ja. Aber es würde ja so ein bisschen passen, weil das passt jetzt nicht so zu Obama. Also Sie haben sich mit Seehofer, Sie waren immer gute Kumpel. Nein, aber in der jetzigen schwierigen Situation, in der das Land war, aber auch die Partei war, braucht es ja eine starke Lösung. Und da denke ich, ist da aus Seehofer der Richtige. Da ist man zusammengerückt, hat all die Konflikte vergessen. Also nach 43% fände ich es ein bisschen schlecht und auch verantwortungslos gegenüber dem Land und auch einer Partei, wenn eine Partei in der Lage ist, dann sich dann zu stärken. Und ich glaube, dass er in der jetzigen Zeit genau der Richtige ist. Das ist eigentlich ein Super-GAU, weil Bayern hat sich verändert und ausgerechnet die CSU hat es nicht gemerkt, oder? Sie müssen nichts sagen. Es ist schon so, oder? Das Wahlergebnis ist ja eine klare Sprache. Ja. Die Leute haben ja klar entschieden und sie haben gesagt, sie wollen ein weiter so nicht mehr. Und sie haben gesagt, da gefällt ihnen vieles nicht. Vom Stil und sicherlich auch im Inhalt. Und das muss man halt jetzt auch ändern und wahrnehmen. Also ist Demokratie, Gott sei Dank. Ja, aber Demokratie für Bayern ist das jetzt eine harte Umstellung. Ne? Also dass das ja der Super-GAU jetzt mit der FDP. Ne? Ah ja, das sind eigentlich ganz nette Leute. Ja, aber nett, Herr Söder, kennen Sie den Anspruch? Nett ist die kleine Schwester von Scheiße, ne? Das ist nett. Aber das stimmt. So hätte ich es aber nicht. Frau Leuthäuser Schnarrenberger, die habe ich auch schon zweimal in der Sendung gehabt. Schnarre ist klasse. Also die mache ich. Also ich denke, dass das jetzt eine ganz gute Regierung ist und gute Arbeit machen wird. Genau. Ist es denn der Merkel jetzt recht, dass die Bayern angeschlagen sind? Weil die hat ja immer ein wenig Probleme gehabt mit den bayerischen Querulanten. Ist ihr das recht oder ist es doch schlechter, weil jetzt für sie das schlecht ist, wenn die Bayern schwach sind? Naja, also ohne die Bayern und ohne eine klare bürgerliche Stimme aus dem Süden wird es natürlich nichts, weil, sagen wir so, allein mit Berlin und Mecklenburg-Vorpommern wird man jetzt nicht so große bürgerliche Mehrheiten erreichen. Erstens wohnen da nicht so viele und zweitens gibt es dann auch noch nicht so viele im Vergleich Unions. Also ein starker Süden ist die Grundlage für eine bürgerliche Regierung. Soweit ich weiß, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab es, glaube ich, nur 1957 einmal eine Situation, wo Adenauer ohne sozusagen das gesamtbayerische Ergebnis eine knappe Mehrheit bekommen hätte. Ansonsten wäre das ohne Bayern nie zu bürgerlichen Mehrheit gekommen. War Bayern nötig und die Frau Merkel hat sie auch im Wahlkampf schwer unterstützt. Ja, war ja hier und da haben wir auch, ich habe mal gelesen, ihr Lieblingslied ist die Bayernhymne. Ist das wahr? Schon, ne? Und ja, ich für Sie also auch, es gibt auch noch andere schöne Lieder. Ja. Das Clublied, die Legende lebt. Ja gut, aber Bayernhymne ist auch, wenn sie nicht ihr Lieblingslied ist, wäre es jetzt auch zu spät. Weil Frau Merkel hat sie unterstützt im Wahlkampf. Und hat die Hymne gesungen. Und hat die Bayernhymne gesungen und es ist eine sehr schöne Variante. Könnt ihr das bitte mal kurz abspielen?